Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Prehistoric Kingdom Speedbuild. Beim letzten Mal hattet ihr die Möglichkeit abzustimmen und euch für einen Namen für unseren Park zu entscheiden. Und das habt ihr auch fleißig getan. Und das Ergebnis mit 50% der Stimmen ist Ära der Urzeit geworden. Wir machen jetzt aber weiter mit dem Bau von unserem nächsten Gehege. Dafür schaffe ich jetzt erstmal so ein bisschen Platz und entferne den Wald und ziehe dann den Weg auf der linken Seite von unserem Eingangsbereich weiter. Auf der rechten befindet sich ja schon das Styracosaurus-Gehege. Da sieht man sogar gerade wieder ein Styraco ausbüchsen so ein bisschen. Denn das Gehege ist seit dem einen Patch leider nicht mehr ausbruchssicher. Das habe ich aber noch nicht behoben. Ich denke mal, das werde ich vielleicht mal in einem Livestream oder sowas machen, dass wir da gemeinsam ein paar Fehler noch beheben und ein paar Feinheiten anpassen werden. Das habe ich ja damals bei Planet Zoo genauso gemacht. Das fand ich immer echt cool, weil ich dann halt direkt eure Tipps und Ratschläge verarbeiten kann im Livestream. Deshalb werde ich da wahrscheinlich dann mal die ein oder andere Folge so einlegen und dann können wir das dann gemeinsam machen. An dem Weg entlang ziehe ich jetzt schon mal so einen kleinen Zaun, weil dort soll dann später auch genau das Gehege entlang gehen. Keine Sorge, dieser kleine Zaun soll nicht später die Dinosaurier davon abhalten, ja, zu den Menschen vorzudringen. Da wird noch ein größerer Zaun hinterkommen, denn ich habe mir überlegt, ja, so zwei Zäune zu machen. Den einen halt so auf Weghöhe und dann das Gehege ein wenig abzusenken. Ist ja sowieso immer eine schöne Alternative und Lösung, wenn man das Gehege oder den Bereich, worauf die Besucher dann gucken sollen, ein wenig niedriger macht, weil wenn man von oben nach unten guckt, hat man natürlich immer eine viel, viel bessere Übersicht. Und dann kommt jetzt hier auf der unteren Ebene nochmal ein etwas höherer Zaun, der dann auch für die Dinosaurier sein soll. Das finde ich auch ganz cool, weil dann haben die Besucher auch so einen Bereich, dass sie dann nicht durch den Zaun in das Gehege packen können. So einen kleinen Abstandshalter sozusagen. Den Bereich zwischen diesen beiden Zäunen habe ich dann ein wenig mit Felsen gefüllt, damit das nicht so kahl und langweilig aussieht. Dann habe ich als nächstes die vorhin schon platzierten Gebäude mit dem Weg verbunden. Ich finde es ganz cool, dass es so vorgefertigte Gebäude gibt und ich mag auch den Gebäudebaustil sehr, sehr gerne. Aber ich hoffe natürlich, dass es später, wenn das Spiel dann fertiger ist, auch einfach nur so Kassenhäuschen oder sowas gibt, damit man dann auch seine eigenen Gebäude bauen kann und diese dann auch eine Funktion erfüllen. Aktuell ist es ja sogar noch so, dass diese vorgefertigten Gebäude oder allgemein diese Gebäude noch nicht wirklich eine Funktion erfüllen. Das einzige Gebäude, was, glaube ich, momentan eine Funktion hat, ist das Eingangsgebäude, weil da kommen halt Besucher raus. Aber zum Beispiel auf Toilette gehen die noch nicht, die Besucher, oder die setzen sich auch noch nicht in das Restaurant, was natürlich auch noch echt schade ist, weil das auch irgendwo zur Atmosphäre beiträgt, wenn dann die Besucher sich wirklich dorthin setzen und dann von dort aus ein bisschen essen, trinken und dann die Besucher, die Dinosaurier gegebenenfalls halt beobachten können. Das wäre auch ganz cool. Wird aber hoffentlich alles auch noch kommen. Jetzt gerade baue ich übrigens das Grundgerüst von so einer kleinen Aussichtsplattform, die ich geplant habe, in dieser Kurve da hinten, die man gerade auch im Hintergrund ganz gut sieht, bei diesem geschwungenen Gebäude. Ich weiß gar nicht, was das für ein Gebäude ist. Dieses riesige Gebäude da auf jeden Fall. Ja, und da baue ich gerade das erste Bauelement sozusagen, damit ich dieses halt später kopieren kann und nicht ganz so viel Arbeit habe. Ich muss wirklich sagen, dass ich immer mehr merke, wie ich es vermisse, dass man ein vernünftiges Gruppensystem hat. Also das heißt, dass man mehrere Gegenstände in eine Gruppe zusammenfassen kann und diese dann gemeinsam kopieren kann. Das ist ja aktuell auch noch nicht drin, ist halt noch ausgegraut, ist also auf jeden Fall geplant. Aber es ist schon sehr, sehr störend, dass man diese Möglichkeit nicht hat. Man hat sie halt nur über Umwege, also die Sachen werden, glaube ich, automatisch in so eine Gruppe eingefügt,
Aber wenn man dann einmal einen Fehler macht und etwas außerhalb der Gruppe baut, hat man halt nicht nachträglich die Möglichkeit, das dann in diese Gruppe noch einzufügen. Das heißt, man muss ganz am Anfang, wenn man so ein Element baut, echt vorsichtig sein, dass dann wirklich auch alles in der Gruppe ist. Ich habe das hier nicht ganz perfekt hinbekommen. Also das Geländer war jetzt zum Beispiel bei mir außerhalb der Gruppe. Das musste ich dann auch immer einzeln anklicken, wenn ich das kopiert habe. Aber das war jetzt auch halb so wild. Ist natürlich ein bisschen umständlich, aber die Alpha hat allgemein noch ein paar Sachen, die das Ganze ein wenig umständlich machen. Auch gerade diese Ladelags und so. Ich weiß nicht, ob man die im Speedbuild sieht. Großartig, ich glaube, das geht noch. Aber manchmal, wenn dieses Spiel zum Beispiel autosaved, dann hat man so ein, oder ich habe es zumindest bei meinem PC, dann habe ich ab und zu so Ladelags, wo das Spiel dann voll hängt und auf einmal verzieht sich die Kamera und sowas. Das ist dann schon ein bisschen störend. Oder ich habe zum Beispiel auch einen Bug sehr, sehr häufig, dass ich eine Gruppe habe oder, ja doch, eine Gruppe habe ich. Und wenn ich die dann irgendwie einmal falsch verschiebe oder sowas, ich habe es noch nicht ganz verstanden, dann kann ich die danach nicht mehr anklicken und nicht mehr bearbeiten. Dann muss ich, um dieses Problem zu lösen, einmal das Spiel speichern und den Speicherstand neu laden. Das ist auch teilweise dann sehr störend. Aber das sind halt Fehler, die sind, glaube ich, ganz normal in der Alpha. Und ich habe es ja schon gesagt, für eine Alpha funktioniert Prehistoric Kingdom schon sehr, sehr gut. Und es macht wirklich richtig viel Spaß, in Prehistoric Kingdom zu bauen. Hier seht ihr übrigens gerade diese neuen Treppen bzw. Rampen, die durch den Patch noch hinzugekommen sind. Die habe ich ja auch schon in der letzten Folge verwendet. Allerdings habe ich euch da gar nicht gezeigt, dass man diese auch einfärben kann. Also hier habe ich sie jetzt zum Beispiel in Schwarz gefärbt. Da hat man, glaube ich, auch irgendwie 6 verschiedene Farben und Möglichkeiten, das Ganze einzufärben. Halt diese normalen Standardfarben, die auch die Wände und sowas haben. Das Holz, dann dieses Grau, dann Schwarz und. So langsam nimmt dann jetzt auch die Besucherplattform hier, die ich gebaut habe, Form an. Plattform nimmt Form an, war auch nicht schlecht. Ja, ich mache jetzt hier noch so ein bisschen die Feinheiten, gestalte ein wenig gerade diesen Treppenbereich. Da ist es dann immer super praktisch, wenn man dieses Skalieren-Tool hat. Ohne dieses wäre es einfach viel, viel mehr Arbeit, weil so kann man das einfach perfekt anpassen alles. Und es funktioniert einfach wunderbar. Ich liebe dieses Skalieren-Tool, genauso wie ich dieses Bäume- und Büsche-Zeichnen-Tool liebe. Da kommen wir dann später ja natürlich auch noch zu, wenn wir das Gehege dann ein wenig mit Bäumen und so gestalten. Das ist auch, das Tool ist einfach mega nice. Also es gibt einige Sachen bei Prehistoric Kingdom, die feiere ich so sehr. Und die machen halt auch wirklich den Bauspaß so ein bisschen aus, muss ich sagen. Weil die einfach gut funktionieren und sehr, sehr einfach sind. Und man dann sich viele Probleme erspart, die man halt bei Planet Zoo hat, die das Ganze immer sehr unangenehm machen. Weil durch dieses Skalieren kann man zum Beispiel, ich finde immer bei Geländern ist immer ein perfektes Beispiel, dadurch kann man sich auch immer dieses Problem am Ende des Geländers sparen, wenn dann zum Beispiel ein Geländer zu lang ist oder zu kurz. Bei Planet Zoo musste man dann immer so ein bisschen tricksen und das irgendwie machen, dass es dann einigermaßen vernünftig aussieht und sich dann damit zufrieden geben. Das ist halt immer sehr frustrierend gewesen und auch nervige Arbeit. Und das kann man halt durch dieses Skalieren komplett hier außen vor lassen. Also das heißt, man kann das Geländer dann einfach auf die Länge ziehen, wie man es braucht. Und das ist einfach super praktisch. Und macht dann auch gleich viel, viel mehr Spaß. Zwischen diesem Weg und der Aussichtsplattform habe ich dann auch noch mal ein kleines Blumenbeet gemacht. Das habe ich tatsächlich am Ende sogar vergessen, aber das werdet ihr gar nicht in der Aufnahme sehen. Das ist dann auch so eine Sache, die kann ich dann perfekt in einem Livestream mal mit euch gemeinsam machen. Also ich habe das Blumenbeet am Ende halt nicht mehr mit Blumen und sowas ausgeschmückt. Halt gleich nur so ein bisschen die Erde da rein und das war's, aber das macht ja auch nichts. Also, dann haben wir wenigstens noch was im Livestream zu tun.
Als nächstes habe ich dann den Zaun wieder ein bisschen weitergezogen und den Übergang sozusagen gemacht von dem normalen Zaun bis zur Beobachtungsgalerie, weil logischerweise vor dieser Galerie oder vor diesem, ja, Galerie ist es ja gar nicht, vor diesem Besucherweg oder dieser Besucherplattform soll ja logischerweise kein Zaun später sein, der dann die Sicht beeinträchtigt. Diese Plattform ist ja extra ein bisschen höher gelegen, damit die Dinosaurier dort auch keine Bedrohung darstellen. Und jetzt ging es als nächstes schon an das Gehege und ein wenig an die Gestaltung von dem Gehege. Dort habe ich jetzt erstmal ein bisschen mit Felsen das Ganze ein wenig abgesteckt und ein wenig interessanter gestaltet, weil ich wollte natürlich auch im Gehege ein paar Höhenunterschiede haben. Höhenunterschiede finde ich immer super, super wichtig. Ein Gehege ohne Höhenunterschiede ist meistens nicht so spannend und etwas langweiliger. Kann man natürlich machen, also ist kein Muss, aber ich finde es immer ganz schön. Und ich habe das halt hier so gemacht, dass ich hier so einen kleinen niedrigeren Bereich in der Mitte gemacht habe und dann außenrum so das Ganze ein bisschen höher gemacht. Und die Stellen, wo die Dinosaurier dann hoffentlich nicht runtergehen sollen, mit Klippen abgesteckt. Ob das Ganze dann funktioniert, wird sich später dann zeigen, ob die Dinosaurier diese Klippen auch wirklich nicht einfach rüberklettern. Hat man ja in unserem Styracosaurus-Gehege gesehen, dass die Felsen und Klippen sie da nicht wirklich interessieren und sie trotzdem einfach ausbüchsen. Aber ich denke auch mal, dass dieses Wegfindungssystem von den Dinosauriern später auch noch besser werden wird, als es jetzt schon ist oder als es jetzt aktuell ist. Es ist nicht schlecht, aber es funktioniert ja auch noch nicht so zu 100%, muss man sagen. Das Wassertool von Prehistoric Kingdom finde ich persönlich nicht ganz so toll in der Handhabung. Also erstmal ist es so, dass es wie bei Jurassic World Evolution ist, dass man das Wasser irgendwie nicht auf jeder Höhe platzieren kann, sondern das Land dann da drumherum auch so ein bisschen abgesenkt wird. Sowas ist natürlich ein bisschen störend. Und ich finde auch das Einzeichnen von dem Wasser irgendwie ein bisschen... Es fühlt sich nicht so benutzerfreundlich und gut an. Also ich weiß nicht, ob das da nicht sogar eine bessere Lösung ist, wie es bei Planet Zoo der Fall ist, dass man halt irgendwie eine Grube ausgräbt und dann dort das Wasser reinplatziert. Da bin ich mal gespannt, ob sich da noch was tun wird. Aber ich denke schon. Also ich denke, das werden viele Benutzer nicht so nice finden und das dann auch einreichen und bemängeln. Und dann werden die Entwickler von Prehistoric Kingdom da hoffentlich noch mal ein bisschen Hand anlegen. Aber jetzt pinsel ich hier so ein bisschen schon mal das Terrain an. Das kennt ihr schon an so Hotspots wie zum Beispiel dem Futterspender oder so. Da kann man dann ruhig das Ganze auch ein bisschen mehr abgelaufener machen. Also das Gras ein bisschen mehr entfernen. Bei der Platzierung von Bäumen ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man die nicht so platziert, dass sie zu viel Sicht für die Besucher wegnehmen. Deswegen finde ich es da immer wichtig, wenn man die platziert hat, dass man mal eben guckt vom Weg, wie sieht das aus, ist das so vernünftig und kann man das so lassen. Und ich würde auch nie übertreiben mit Bäumen. Also es kommt natürlich auf das Gehege an, wenn es jetzt ein mega krasser Wald ist, macht es natürlich Sinn, viele, viele Bäume zu verwenden. Aber ich habe mich hier eher für so eine... ja, fast schon sumpfige Gegend entschieden. Ich habe zumindest am meisten von diesen Wetland-Pflanzen oder Wetland-Sumpfpflanzen verwendet. Und das fand ich auch irgendwie optisch ganz cool. Ich lasse euch hier jetzt auch erstmal so ein bisschen allein bei der Gestaltung, weil da habe ich mich halt ein bisschen ausgetobt, viele verschiedene Pflanzen verwendet und wieder viel eins meiner Lieblingstools verwendet, nämlich dieses Pflanzenplaziertool. Also das ist mega nice. Macht
tatsächlich nicht an jeder Stelle Sinn, dieses Tool zu verwenden, aber man kann richtig, richtig schnell in kürzester Zeit tolle Ergebnisse damit erzielen und das macht dieses Tool so toll und besonders, muss ich sagen. Thank you.
Ich habe dann hier vorne, weil da noch so viel Platz war, nochmal eine kleine Besucherecke, so eine kleine Sitzecke gebaut. Und ja, da kann ich euch nur als Tipp geben, wenn ihr so zwei verschiedene Wegfarben verwenden wollt, so wie ich es hier tue, dann ist es immer schwierig, die Verbindung zwischen diesen zwei Wegfarben vernünftig hinzubekommen. Da habe ich dann einfach diese normalen, platzierbaren Bodensachen genommen und da halt so in den Boden reingesenkt, dass die sozusagen einen Übergangsweg ergeben. Seht ihr ja im Hintergrund. Weil wenn ihr die beiden Wegfarben direkt miteinander verbindet, dann verbacken die immer so ein bisschen ineinander und das sieht nicht schön aus. Deshalb fand ich, dass das so ein bisschen die schönste Lösung war. Und jetzt noch ein paar Bänke rausgesucht und damit dann eine schöne Sitzecke geschaffen. Die Bänke haben mir von der Länge und Größe noch nicht ganz gefallen. Deshalb habe ich die hier nochmal angepasst. Habe dann auch einfach die Bank, selbe Bank genommen und ein bisschen größer gezogen und als Tisch verwendet. Weil ich wollte da jetzt auch nicht so viel Aufwand betreiben für diese Sitzecke, weil die ja sowieso leider nicht verwenden können, die Besucher. Also die ist halt nur optisch da. Aber ich fand es trotzdem ganz schön, mal ein bisschen damit zu arbeiten und so eine kleine Sitzecke zu erstellen. Dann noch ein paar Mülleimer in die Ecke. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und dann habe ich hier den Zaun auch noch ein wenig weitergezogen. Das Zäune platzieren funktioniert übrigens richtig, richtig gut, weil man da halt noch gar keine Begrenzung oder sowas hat. Also man hat nie irgendwie einen Bereich, wo es dann rot wird und man den Zaun nicht platzieren kann, gefühlt. Halt nur, wenn man so mega krasse Höhenunterschiede oder sowas hat. Aber ich habe damit halt gar keine Probleme. Also man kann das so gut einzeichnen. Das funktioniert wirklich 1A. Und dann zu guter Letzt noch den Bereich außenrum wieder gestaltet. Das kennt ihr schon. Ich habe halt wieder die gleichen Bäume wie in den letzten Folgen verwendet. Oh, da war dann auch noch ein ausgebüxter Stirako. Schnell mal wieder eingefangen. Also um das Problem werden wir uns demnächst auch noch im Livestream kümmern, dass die da nicht mehr ausbüchsen können. Weil es gibt halt mittlerweile auch so eine Ansicht, dass man gucken kann, wo die hinlaufen können und sowas. Da werden wir uns dann mal so ein bisschen reinfuchsen gemeinsam. Und ihr könnt mir sicherlich dann auch den ein oder anderen Ratschlag geben. Das wird ganz praktisch. Ja, dann hier wieder ein paar Felsen auch dazwischen, damit das nicht ganz so eintönig aussieht. Das mache ich jetzt mal eben schnell noch fertig. Und in unser neues Gehege kommen Edmontosauren. Ich habe mir so überlegt, dass wir 4 Stück da reinmachen, auch mit verschiedenen Unterarten. Die sind übrigens auch unterschiedlich groß, wenn ihr mal hier auf den Menschen achtet. Der wird hier wesentlich kleiner, das heißt, hier ist der Edmonto dann auch viel, viel größer, als jetzt zum Beispiel hier der Fall ist. Wir mixen das aber so ein bisschen durch, würde ich sagen. Den finde ich ganz cool, den könnten wir auf jeden Fall als Männchen ist schon ausgewählt, als Männchen einmal ausbrüten. Dann können wir hiervon noch ein Männchen nehmen. Und dann noch 2 Weibchen. Dann nehme ich mal so einen kleinen noch. Und noch so ein Weibchen. Und dann haben wir 2 Männchen, 2 Weibchen. Und diese 4 lassen wir jetzt in unserem neuen Gehege frei. Und ihr könnt natürlich wieder gerne tolle Namensvorschläge für diese in die Kommentare schreiben und mit etwas Glück verewigt ihr euch dann hier. Ach, schaut mal, wie viel kleiner der hier ist. Aber das finde ich eigentlich ganz süß, wenn da auch mal ein kleinerer zwischen ist. Ich muss auch sagen, dass das Gehege von der Größe her ziemlich perfekt geworden ist für die Edmontos. Kleiner hätte es nicht sein dürfen.
Das ist halt immer echt schwer einzuschätzen, wenn man so ein Tierchen nicht als Größenvergleich hat. Aber ich bin echt zufrieden. Und es sieht jetzt auch sehr cool aus, wenn die Leute hier rumlaufen. Das hier ist auf jeden Fall unser fertiges Edmontosaurus-Gehege. Ich hoffe, das heutige Video hat euch eine Menge Freude bereitet. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.